Ja. Och Mann, diese Sterne, die da. Das gibt's doch nicht. Ah, das liegt auch ein bisschen an der Kamera, dass die sich irgendwie immer mit. Moment, meine Hand war gerade halb. Nee, macht's nicht mehr. Schade. Ja, wenn sich die Kamera nicht von selbst einstellen würde, wäre das ja top. Dann würde das schon gehen. Ansonsten muss ich überlegen, ob ich dieses Feature irgendwann wieder rauslasse. Weil es eher kein Feature, sondern ein Bug ist. Warte, ich muss noch zu Themse. Ja, ich kann dir deinen Text schon mal vorgeben. Wo ist der hin? Er muss ja doch vorbeigekommen sein. Vielleicht ist er durch eine Seitenstraße entwischt oder so. Gut, fragen wir mal die Leute hier, ob sie hier vielleicht jemanden Verdächtigen gesehen haben. Eingesaugt und wieder ausgeblasen. Steht im Chat. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Dingens da in der Laterne und in den Twin Towers. In den Twin Towers? Nein. In der Kirche, in der Laterne und in den zwei Toren. Kirche, Kirche, Kirche? Nimm den Big Ben. Ah. Bling. Okay, Hast du alle drei? Ich möchte meinen, ja. So, wen nehmen wir als erstes? Warte, lass mich erst mal gucken. Vielleicht ist hier ein verstecktes Rätsel oder sowas. Ach so, ja, das kann ja auch. Okay, bei den Booten nicht. Nee, gibt sonst nichts. Hm. Okay, Good One oder Howards Mutter? Nehmen wir die Mutter. Oh! Rätsel. So, Kira, bitte noch mal kurz Stand machen, bitte. Ja. Damit ich weiß, wie viele ich noch brauche, um aufzuholen. Ja, einen nur noch, oder? Ich glaube auch. Also wir sind eins auseinander, aber ich weiß nicht, wer genau welchen Stand hat. Ja. Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht einen jungen Mann gesehen, der hier vorbeigelaufen ist, trägt Brille und wirkt etwas verschlagen. Hoch! Hoch! Hallo? Sean Butcher heißt der. Hm? Blöd. Ah, ich hatte es schon gehört, junge Dame. Kann Ihnen aber leider nicht helfen. Ich hab gerade schon genug eigene Probleme. Ja. Nicht zu fassen, dass ich's verloren habe. Dieses Foto bedeutet mir die Welt. 48 zu 47. Ich war mir nicht sicher, aber um die Dreh herum habe ich auch gedacht. Vielleicht auch 49, aber 48. Okay. 47 finde ich gut. Klingt plausibel. Oh weh, das tut mir leid. Ist es Ihnen vielleicht irgendwo rausgefallen? Aber Moment, Sean ist ja wirklich ein Männername. Ja. Nein. Oh, so einer sind Sie also, ja? Oh, natürlich ist es mir irgendwo rausgefallen, Sie dumme Nuss. Ich war ja vorher, es war ja vorher in meiner Handtasche. Ich weiß, da stand Hemdtasche. Ja, ich weiß. Ich hab schon überall gesucht, aber es ist nirgendwo zu finden. Heute kurz vor Morgengrauen ging aber ziemlich eine steife Brise. Da wurde es wohl weggeweht. Wissen Sie was? Warum versuchen Sie sich nicht an diesem Fotorätsel hier? Ich könnte einen Lacher vertragen. Fotos. Was? Er führt und ist in Berlin und hat anscheinend Scheitelprobleme. Ja, so kann man es auch nennen. Okay. Okay. Bitte lächeln. Siehst du? Ein Mädchen verkauft Eis in einem Kiosk einer Aussichtsplattform. Ein Junge mit einer Kamera kommt vorbei und macht ein Foto, auf dem ein Junge und ein Mädchen zu sehen sind. Wie viele Personen befanden sich mindestens auf der Aussichtsplattform, als das Foto gemacht wurde? Moment, nochmal. Bevor wir anfangen, würde ich gerne... Weil ich finde das gerade... Ja, ja, aber sag in dem Moment Bescheid. Okay, dann... Los. Ich dachte mir, das muss doch einfacher sein. Oh. Warte. Na! Was, wieso? Achso, ich dachte, du machst jetzt Tipps schon. Nein, ich mach keinen Tipp. Nein! Nein! Das hat die falsche Zahl gegeben! Das hat die falsche Zahl gegeben! Das war eine andere Zahl! Das war so klar! Das war so klar! Ich hab eine 4 eingegeben. Gucke da, da sieht man das. Eine 4. Du hast eine 4 eingegeben? Ja. Die war ja auch falsch! Also habe ich gewonnen, ja! Ja. Das ist so einfach. Warum?
Ich habe mir nämlich nochmal das Bild da angeguckt mit den Leuten, die da sind. Ja. Das sind ja 4. Ja. Aber das ist falsch. Ja. Warum? 3 sind's auch nicht. Ja, warum? Ja. Es ist in Wirklichkeit 0. Nein, Quatsch. Nein, aber warum könnte es sein? Guck dir nochmal das Bild an. Mit den Eisverkäufer-Ding. Dann ist doch der Eisverkäufer, der das Foto macht. Ja, was ist bei dem Eisverkäufer zu sehen? 2 Vögel. Das meine ich nicht. Die sind nicht wichtig fürs Bild. Ein Eis. Ja, wo ist denn das Eis drin? Na, Waffel. Nein, ich meine, bevor es in die Waffel kommt. In so einem Gefrierteil. Ja, und wie sieht das da aus? Was hat das Gefrierteil? Vor allem obendrauf. Ein Deckel? Ein Sarg? Aus? Glas? Schneewittchen? Nein. Es sind 2 Leute drauf zu sehen. Und wie viele Leute sind dann vielleicht mindestens da? Was? Wow. Na, stell dir mal vor. Reflektieren, ja. Ja. 2. Ja. Genau. Mach doch keine Null. Das ich mag diese Rätsel nicht. Das kostet jetzt. Nur weil da Glas ist. Ja, also das ist echt doof. Glas reflektiert auch nicht so stark. Manchmal. Oder der hat die Kamera so genommen. Okay, dann muss es kein reflektierendes Glas sein, sondern es war einfach nur alles im Fokus. Das Foto mit Junge und Mädchen zeigt, das ist doch kein Junge, das ist ein... Mann. Ein Mann! Manna, manna! Ja, aber klar, er kann die Kamera ja auch dort so haben. Oder, ganz ehrlich, einfachste Antwortmöglichkeit, Selfie! Also das Foto mit Junge und Mädchen zeigt das Mädchen im Kiosk und den Jungen mit der Kamera. Das ist so klar gewesen, eigentlich. Also da, ich habe mir auch erst gedacht, 3 wäre ein bisschen zu einfach. Und deswegen, ja, das... Blub, blub. Neues Rezept, Somtam. Was ist Somtam? Irgendwas. Beim Klabaudermann! Das war nicht schlecht, bin beeindruckt. Und wie? Ja, ist ein ganz schön alter Junge. Moment, was ist denn das denn? Haben Sie was gefunden? Nein! Mein Foto! Ich dachte, ich hätte es verloren, aber jetzt finde ich es plötzlich in meiner anderen Tasche. Was ich doch für ein Holz... Was bin ich doch für ein Schlamodel? Holzkopf. Ich habe heute leider kein Foto für Sie. Und keine Rose. Nein. Die müsstest du mir ja geben. Ach nee, stimmt, es gibt auch Bachelorette. Ja. Also, wirklich. Ja. Na, vortrefflich. Ich freue mich für Sie. Aber was hilft uns das? Und dann auf einmal der Geistesblitz. Also, was so wollten Sie vorhin von mir? Sie haben noch Ihre Brille gesucht, das oder? Das ist besonders lustig bei mir. Sie haben doch noch Ihre Brille gesucht. Die haben Sie auf. Meine Charakter hat ja bei mir eine Brille auf. Ja, ich kann das schnell nochmal. Und es ist dann lustig. Ja. Ja, und dann ist es nicht lustig, wenn er mich fragt, ob ich meine Brille verloren habe. Okay. Das hatte ich tatsächlich mal mit einem aus meinem Jahrgang. Der hatte eine Sonnenbrille auf dem Kopf. Mann, wo ist meine Brille? Ich hatte das mal gehabt. Ich hatte in meinem Rucksack einen Schlüssel. Bin nochmal extra zurückgegangen ins Büro, weil war Mittagspause. Und nur um den Schlüssel zu holen. Ach nee, oder was, das Portemonnaie? Ich glaube, weiß ich nicht. Irgendwas war da auf jeden Fall. Irgendwann. Da bin ich extra zurückgegangen und habe gemerkt, oh, das hatte ich ja bei mir. Toll. Ja. Ah nee, es war ein Regenschirm, weil es draußen geregnet hat. Okay. Den hatte ich in meiner Tasche. Und die hatte ich auf dem Rücken und das ist mir gar nicht aufgefallen. Na gut. Nein, wir suchen nach einem jungen Mann mit einer Brille. Einem höchst verdächtig aussehenden Mann. Ach so, Sie meinen den Schwarzen? Ja. Oh, dieser komische Typ, der so tut, als hätte er ein Geheimnis, das groß ist. Wenn Sie den meinen, der ist in Richtung Brücke gelaufen. Oh, super, danke vielmals.
Übrigens, sein Geheimnis wäre wohl das Einzige, was bei dem groß ist. Du hast da gerade was verloren. Jetzt zu Florence. Ja. Ja, hat noch ein Rätsel. Du kannst wieder aufholen. Oder halt noch mehr in Rückstand geraten. Ach. Hallöchen, 1, 2, 1, 2. Das ist hier wirklich der perfekte Ort zum Laufen. Endlose Weiten. Und darin ein Raumschiff. Ich sehe da gerade ein. Sie ist unglaublich. Die ist unglaublich. Sie schwitzt nicht mal. Oh, ich habe hier vorhin dieses Rätsel gefunden. Ob sie es wohl lösen können mit viel Fantasie? Mit einer Menge Fantasie. Nö. Klassensprecherwahl. Der Klassensprecherwahl. Oh, das war immer, das war der Horror bei uns immer. Ja, bei uns. Oh, wir hatten in der Berufsschule hatten wir keinen Klassensprecher. Ja. 3 Jahre lang. Weil wir gesagt haben, wir sind eine Demokratie. Nee, bei uns. Oder irgendwie sowas. Bei uns war das dann immer so, okay, wenn wir Klassensprecher werden, 2 melden sich. Und dann, nein, du hast gesagt, ich darf dieses Mal Klassensprecher sein. Ehrlich, also ja, Klassensprecher ist bei uns, also in der Grundschule ist das vielleicht noch sowas, wo man sagt, oh, ich will Klassensprecher werden, aber so dann ab, ab der Oberstufe will das doch keiner mehr machen. Ja, eben. Okay. Eine Klasse aus 10 Schülern wählt einen Klassensprecher. Die Schüler mussten auf den Stimmzetteln ihren eigenen Namen sowie den Namen der Person angeben, für die sie gestimmt haben. Alle haben abgestimmt und keine Stimme war ungültig. Kandidat A hat 5 Stimmen erhalten und Kandidat B 4. Von wie vielen Leuten gab es am Ende keinen Namen auf dem Stimmzettel? Warte mal. Von wie vielen Leuten gab es am Ende keinen Namen? Können wir müssen beide nachdenken. Können wir es so ab jetzt? Nein, oder ach so, okay, nee. Du willst es lösen, bevor wir reingehen. Nein, ich verstehe die Formulierung nicht. Aber wir könnten es auch bei solchen Rätseln so machen. Jeder versucht auf eine Zahl zu kommen und wir geben die gleichzeitig ein. Das können wir auf jeden Fall beim ersten Versuch machen. Ja. Okay, das ist okay, also überlegen wir. Aber ich bin gerade von der Formulierung total verwirrt. Mhm. Sag mal, jeder schreibt seinen Namen und den von einem anderen auf. Ja. Ist richtig. Ja. Alle haben abgestimmt und keine war ungültig. Hm. Kandidat A hat 5 Stunden und Kandidat B 4. Mhm. Kandidat A und B haben übrigens auch abgestimmt. Ja, ich weiß. Also würde ich sagen, von wie vielen Leuten gab es am Ende keinen Namen auf dem Stimmzettel? Was ist denn das gemeint? Ja, das ist ja... Von wie vielen Leuten gab es am Ende keinen Namen auf dem Stimmzettel? Ich verstehe das Rätsel nicht. Was wollen die? Ja, das ist... Also sie sollten ihren eigenen Namen sowie den Namen der Person angeben, für die sie gestimmt haben. Ja. Ich meine theoretisch, wenn einer 5 Stimmen und einer 4 Stimmen hat. Ja. Gar kein Name dürfte ja dann eigentlich nur bei einem draufstehen. Ja. Aber das klingt für mich blödsinnig. Nee, weil ich finde sowieso, es ist ja keine ungültig. Und sie mussten ja den Namen abgeben und den Namen, für den sie... Ich würde sagen, kein Name war bei niemandem. Ja, oder? Weil es ist ja keine ungültig so. Ups, warum beraten wir uns gerade hier zusammen? Das ist doch... Ich verstehe das Rätsel nicht. Das ist wieder so ein blödes Nuller-Rätsel. Wetten. Ja, wir probieren 0. Ja, weil 1 ist offensichtlich und 0 ist geringer als 1. Das sollte reichen, denke ich. Boah. So macht man okay, eigentlich müsste das Rätsel ungültig sein, weil wir uns hier beraten haben. Also wir hätten ja eh beide den Punkt. Also von daher ist es egal. Okay, aber es ist halt so, das Rätsel war scheiße gestellt. Ja. Es gibt 2 Namen auf jedem Stimmzettel. Den Namen der gewählten Person und den Namen des Wählers. Alle mussten beim Wählen... Wer macht denn sowas bitte? Das ist ja nicht mal eine geheime Wahl. Ja. Alter, da kannst du ja sagen, du hast den gewählt. Ich hasse dich für den Rest der Schulzeit. Ja, bei uns war es immer offene Wahlen. Das war echt schlimm. Ja.
Aber das ist so. Ich fand das. Ja, und das war ja dann die Grundvoraussetzung. Das ist ja dann kein Rätsel, wenn da steht so, ja, wie viele hatten jetzt keinen Darm auf? Hä? Keins, Alter. Wir mussten das ja machen. Ja. Richtig. Das ist kein Rätsel. Das ist ein dämliches Rätsel gewesen. Also. Ja. Also eigentlich auch ziemlich einfach dafür, dass wir so lange überlegen mussten, aber es ist halt schlecht gestellt. Es ist halt scheiße gestellt. Ja. Okay. Okay.